Ein ausgearteter Streit unter Nachbarn beschäftigt jetzt Florian Winter und Cornelia Bauer. Die Kontrahenten nehmen dabei noch nicht einmal Rücksicht auf das anwesende Kind. Hey! Hallo! Was ist denn hier los? Hallo! Ich glaube, es geht noch. Ja. Es hackt. Wo ist das Problem? Was ist los? Ja, das ist doch immer das Gleiche hier. Pizzabrötchen. Ja, Pizzabrötchen. Das ist hier eine Papiertonne. Und da ist ja noch... Jedes Mal ist das das Gleiche. Ja, da. Aber das ist nicht von uns. Jetzt mal eine natürlich. Ganz kurze Frage. Haben Sie uns gerufen? Aber wir sind ja nicht ohne Grund hier. Nö. Nicht? Nö. Okay. Und jetzt regen Sie sich so auf, weil hier der Müll falsch entsorgt ist. Ja, der ist gar nicht von uns, der Müll. Ja? Sind die Nachbarn nicht, oder was? Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Ja, beruhigen ist gut. Er bewirft mich mit Pizzabrötchen. Der mobbt hier meine Familie. Ja, ganz mit allem drum und dran. Wie ist denn Ihr Name? Gehört mein Name ist Andreas und ist meine Tochter, ja. Samira. Komm her. Ganz ehrlich, muss das jetzt vor Ihrer Tochter sein? Ja, das müssen Sie den werten Herrn da fragen. Nee, das frage ich jetzt erstmal Sie. Muss das sein? Er lauert mir auf. Hallo, antworten Sie mir noch mal. Muss das sein, dass Sie das vor Ihrer Tochter machen? Nee. Ich würde es gerne vermeiden, das geht aber leider nicht bei diesen Nachbarn. Vermeiden Sie es doch einfach. Dann sagen Sie mir bitte wie. Wir wohnen unter einem Dach und die mobben uns die ganze Zeit. Fahr mal ein bisschen runter. Also diese Kinderhasser. Also wir werden das jetzt mal sortieren. Sie wohnen zusammen hier in dem Gebäude? Ja. Ja? Ja. Oben, unten, okay. Und wir wohnen im Erdgeschoss. Sie wohnen im Erdgeschoss? Ja. Und worum geht's? Es geht darum, dass die uns aus dem Haus haben wollen, weil wir ihre Ansprüche, die sie angeblich haben, nicht erfüllen können, weil ich vor kurzem meinen Job verloren habe, meine Firma hat Insolvenz angemeldet. Und deshalb passt das vom Sozialgefüge den werten Herrschaften nicht, dass wir in dem Haus wohnen und wollen uns aus dem Haus haben. Ah, und mobben uns rum und unterstellen uns, dass wir hier den Müll nicht trennen würden. Selbstverständlich trennen wir den Müll. Pizzaservice und so weiter, das können wir uns im Moment gar nicht leisten. Das heißt, die Kartons sind gar nicht von uns. Ja, wir haben, sie streiten sich da jetzt direkt um Müll, oder? Also Sie sind der Eigentümer. Ja, und das ist jede Woche der gleiche Scheiß. Da haben wir langsam die Schnauze voll. Ja, aber jetzt mal grundsätzlich. Sie sind ja nicht jetzt hier von der Abfallbeseitigungsgesellschaft und Sie sind auch nicht angestellt. Und denke, Sie kontrollieren nicht da Ihren Müll. Und solange die Firma, die das abholt, solange die sich nicht beschwert, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder? In einem der Pizzakartons finden die Beamten eine Rechnung. Doch bevor sie der Angelegenheit weiter auf den Grund gehen können, überschlagen sich im Haus die Ereignisse. Offenbar wurde die junge Familie Opfer einer weiteren Attacke. Man schreit da hinten. Ich weiß doch auch nicht, was hier los ist. Was los? Geht doch da ein bisschen schneller. Kommen Sie schnell, hier brennt's! Ich hol mal einen Feuerlöscher. Oh, Hilfe. Gehen Sie mal ein Stück zurück her. Der Kollege kommt. Die brennt hier die Schuhe unserer Kinder an? Sag mal, Gott, gut. Sind Sie noch ganz gescheit? Hören Sie jetzt das Schreien auf. Wir haben kaum Geld. Sie gehen und die verbrennen die Schuhe unserer Kinder? Und ich soll mich beruhigen? Das Verbrennen der Schuhe und der Streit um den Müll sind jedoch noch lange nicht alles. Als Florian Winter nachhakt, erfährt er, welchen Anfeindungen die Familie tagtäglich ausgesetzt ist. So, Sie gehören zusammen, ne? Sie sind Eheleute. Okay. Die Schuhe gehören unseren Kindern. Okay. Jetzt sehen Sie sich das an. Die sind hin, die Schuhe. Spaß und Dollerei, fremdes Eigentum zerstört. Also, super. Wir leben mit diesen Menschen. Um das jetzt mal zusammenzufassen. Sie fühlen sich jetzt durch diesen Vermieter oder durch den Eigentümer gegängelt. In Bezug jetzt auch auf diese Müllgeschichte. Das ist noch nicht alles, es gibt noch mehr. Im Hausflur haben sie Zettel hingegangen, raus mit dem Pack, weg mit den Freitags. Das ganze Treppenhaus ist voll tapeziert. Wir haben Drohbriefe bekommen im Briefkasten. Unser Sohn Marco hat das gesehen. Sie haben Drohbriefe? Wir haben Drohbriefe, Zettelchen bekommen. Okay. Können wir Ihnen alles sagen? Jetzt mal ganz ehrlich. Also grundsätzlich müssen wir immer davon ausgehen, solange hier die Beweislast nicht so auf der Seite ist, dass wir ganz klar beweisen können, dass es die Herrschaften sind, ist es erstmal gegen unbekannt. Wenn Sie jetzt den Verdacht äußern, dass es die beiden Herrschaften gewesen sein können, muss das aber erstmal im Ermittlungsverfahren geklärt werden. In der Zwischenzeit ist auch die Ehefrau des Vermieters hinzugekommen. Diese gibt sich noch aggressiver und herablassender als ihr Mann und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, also Keller, Sie haben meinen Mann ja schon kennengelernt. Ich muss sagen, ich muss hier auch mal zu anderen Maßnahmen greifen. Diese Familie, diese Asozialen. Hallo, bleiben Sie mal im Rahmen. Entschuldigung, aber alles steht voll. Die machen alles voll. Schuhe stehen im Hausflur, die Fahrräder stehen im Hausflur, die Kinderwagen. Entschuldigung, Sie haben fünf Kinder und der ganze Müll ist im. Nein, natürlich. Ja, merkt man. Aber die müssen ja dann auch mal eine größere Wohnung mieten, wenn das alles nicht reinpasst. Mich wundert, dass die Kinder noch nicht im Flur schlafen müssen. Das geht da steht ja alles draußen. Nein, das kann nicht alles im Flur stehen. Wenn da fünf Kinder sind, natürlich.
Schuhe irgendwo stehen und ein paar Fahrräder. Ja, aber doch ja, aber in der Wohnung. Alles vor. Und der alles typ, gucken Sie sich das doch mal an, wie das machen da wir aussieht. Gleich. Die Beamten wollen eigentlich einen Blick in das Treppenhaus werfen. Vorher treffen sie jedoch auf einen weiteren Sohn der Großfamilie, dessen Fahrrad mutwillig zerstört wurde. Jetzt mal zu dir. Was ist passiert? Hier drauf geschmissen. Wer? Die Menschen? Ja. Die beiden Menschen. Okay. Fahrrad hingeschmissen. Draufgetrampelt, der Mann. Ja, ist doch völlig verbogen. Ja. Ist kaputt. Okay, wir haben ja die Personalien von den netten Herrschaften. Herr und Frau Keller war das, ne? Ja. Nein. Hey. Wir haben das lediglich etwas umgeparkt. So, wie gesagt, Sie haben Sendepause und umparken bedeutet nicht, dass man auf irgendwas rumhüpft. Die Wohnsituation ist nahezu unerträglich. Eine neue, bezahlbare Wohnung mit so vielen Kindern zu finden, ist allerdings sehr schwer. Im Treppenhaus wird deutlich, was die Familie hier erdulden muss. Was sagen die anderen Mieter dazu? Ja, angeblich machen sie eine Petition und wollen uns dann per Unterschriftenaktion hier mal, aus dem Haus haben. Gehen Sie mal rein. Also die anderen Mieter sagen nichts dazu. Nichts Großartiges. Nein. Wir haben auch mit keinem Ärger. Wo haben wir denn jetzt mal kurz einen Raum, wo wir uns mal reinstellen können, alle zusammen? Da ist das Zimmer von Martin. Genau. Schauen Sie sich erstmal die Klinge an. Ja, das können wir hier im Flur alles ein bisschen zeigen. Ja, warte, das kriegen wir hin. Das hier auch. Und unser Sohn Marco hat gesehen, wie diese Zettelchen bei uns im Briefkasten geschmissen werden. Seid ihr nicht erwünscht? Verpisst euch. Mhm. Und so geht es immer. Die Beamten wollen die Aussage des Sohnes aufnehmen. In dessen Zimmer nimmt der Fall allerdings eine Wendung, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. Hallo, Polizei ist hier. Marco? Nee, sie bleiben hier. Wisst ihr, wer diese Zettel eingeworfen hat? Ja. Wer denn? Das waren die Nachbarn. Die Nachbarn? Ja, die Kellers. Okay. Wann haben die das denn eingeworfen? Das weiß ich nicht mal genau, vor ein paar Tagen. Oder? Guck mal, der Block. Hier ist ja ein Block. Du bist der Sohn, oder was? Ja. Was? Marco, ja? Mhm, Marco Volt. Und Marco schreibt nicht zufällig die Briefe selber. Ist das die dein Block? Nee, das ist der von meinem Freund. Wir üben gerade. Was sagst du denn dazu? Jetzt unabhängig zu dem Inhalt, aber ist doch der gleiche Kugelschreiber und die gleiche Schriftart. Ja. Nee, guck doch mal. Zurück. Ich hab ihn eben gesagt, warten Sie mal ganz kurz, bitte. Ja, wir passen hier nicht alle rein. So, ja. Jungs, jetzt raus mit der Sprache. Was soll das? Ja, ich war das. Ich wollte ihm nur helfen. Du wolltest ihm helfen? Ja. Dass er ein neues Zimmer kriegt, oder was? Nein, ich habe ihn dazu angestiftet. Das war's? Er sollte dich schreiben damit, weil die... Die Nachbarn, die mobben meine ganze Familie und ich halte es langsam nicht mehr aus. Und deswegen habe ich ihn dazu angestiftet, dass er die Drohbriefe schreibt, damit meine Eltern Angst kriegen und endlich ausziehen. Der Leidensdruck des 14-Jährigen muss enorm hoch gewesen sein. Das ist auch den völlig geschockten Eltern des Jungen klar. Fest steht, hier muss etwas passieren. Oh, hier die Familie, ne? Ich denke mal, das ist für Sie der beste Weg, hier aus dem Haus rauszugehen. Da haben Sie vollkommen recht, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Also, Sie haben ja gesagt, nein, jetzt muss ich was ändern. Markus, tut mir leid. Man kann sich auch an anderen Orten wohlfühlen, das muss nicht unbedingt hier sein. Aber ich denke mal, Sie finden definitiv eine bessere Bleibe als hier, weil die haben das jetzt frisch geerbt, wie wir das verstanden haben. Und dieses Verhältnis, richtig. Gut, dann bewahren Sie die Ruhe. Dann müssen wir eine Lösung finden. Und wenn die Kiddies jetzt wirklich keine Schuhe mehr haben, dann wenden sie sich wirklich mal hier an eine Institution in Köln. Die hat dann noch Kleidungsstücke, wenn sie jetzt wirklich nicht die Barmittel haben. Das ist wirklich so. Dann müssen die sowieso bezahlen. Das glaube ich Ihnen. Aber nichtsdestotrotz, das dauert ja immer, bis sowas erstattet wird. Und dann können sie sich hier auch in Köln an Einrichtungen wenden. Die geben ihnen dann Bekleidung, wenn es wirklich nötig ist. Ja, der Elias, der ist hier 14 Jahre alt. Für uns ist das ein Alter, wo wir schon mal mit den Eltern über sein Fehlverhalten sprechen möchten. Und deswegen ist er bei uns im Streifenwagen erstmal gut zwischengeparkt und dann fahren wir mit ihm jetzt gleich zu den Eltern. Ja, man muss doch mal was investieren, wenn man was erreichen will. Aber die passen doch hier überhaupt nicht rein. Man muss mal investieren? Ja. Was haben Sie denn hier investiert? Ein Stück Papier mit einer Menge Müll drauf oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, so. Aber wir müssen uns das auch nicht immer gefallen lassen. Da sage ich Ihnen jetzt, da kriegen Sie eine schöne Anzeige von uns. Wir? Ja, Sachbeschädigung, Schuhe verbrannt. Sachbeschädigung. Beleidigung. Wissen Sie, uns wurde das jetzt wirklich zu viel. Das ist eine Belastung. Das ist eine Belastung. Mit Ihnen zu viel. Für mich ist das auch eine Belastung, mit Ihnen zu reden, weil Sie sind so unbelehrbar. Entschuldigen Sie. Das hat ja mit unbelehrbar nichts zu tun. Sie sehen auch den Diese Zustand. Diese Menschen haben mir nichts verloren. Ich meine, unser schönes Haus wird runtergeräumt. Können aufhören. Ich sage Ihnen nur, Sie kriegen die Anzeige. Da können Sie sich noch gegebenenfalls bei der Kriminalpolizei
noch was aussagen? Ja, wir werden natürlich jetzt hier eine Strafanzeige fertigen, sowohl gegen die Familie Keller, die hier natürlich zum einen das Fahrrad beschädigt hat, wegen Sachbeschädigung, zum weiteren natürlich die Schuhe verbrannt, auch eine Sachbeschädigung, allerdings mit Brand, das ist nochmal schwerwiegender. Sowohl aber auch leider die Familie Freitag. Die Briefe, die müssen wir natürlich hier noch im Rahmen in der falschen Verdächtigung mit reinbringen. Wir können das ja nicht so außen vor lassen. Wie ist denn jetzt das hier mit dem Drohbrief? Ist das jetzt haltlos geworden, oder? Dann geht sie, ganz ehrlich gesagt, einen feuchten Kehricht. Dann kriegen sie alles in der Anzeige und in der Vernehmung. Ja, das wird alles Gegenstand der Ermittlung. Richtig. Ah, Verleumdungsklage. Verleumdungsklage? Ja, können Sie ja mal machen. Nicht dieser kleine Drohung. Freuen die sich. Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Keine oder möchtest du noch weiter? Nee, das bringt auch nichts. Gut, dann sind wir uns einig. So, schnall dich mal bitte an. Werde.